Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Europapark. Wir haben ja schon einiges gemacht, aber eine Sache stand ganz oben auf unserer Liste. So weit oben wie dieser Leuchtturm. 30 Meter ist er hoch, über 30 Meter hier im Belrock. Über das Belrock haben wir schon mal ein separates Video gemacht. Aber heute schauen wir uns die Präsidenten-Suite oben an. Nein, das ist nicht die Präsidenten-Suite. Die JFK-Suite an vom Leuchtturm. Teuerste Suite hier im Belrock, und zwar die JFK-Suite. Oh mein Gott, ein Traum geht in Erfüllung. Wir haben an der Rezeption jetzt die Unterlagen bekommen, um einzuchecken. Mit Gutscheinkarten auf jeden Fall auch wieder am Start und mit der Zimmerkarte. Und die Zimmerkarte, das ist eigentlich unser Schlüssel. Da kommen wir nämlich nicht nur mit nach ganz oben, sondern auch durch eine Zwischentür durch. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Ihr müsst dann quasi auf die erste Etage fahren vom Belrock und dann müsst ihr einmal komplett durch die Flure gehen, das ist aber auch ausgeschildert. Und dann kommt ihr irgendwann hier an die Tür, wo alle Suiten aus dem Leuchtturm aufgelistet sind. Und ich habe hier die heilige Zimmerkarte und die stecken wir jetzt hier rein. Und dann geht diese Tür auf und ich bin so gespannt, was uns dahinter erwarten wird. So, jetzt befindet sich rechts von mir der Aufzug und von mir auf der linken Seite kann man auch die Treppen hochgehen. Und ich glaube, das lohnt sich tatsächlich auch mal, das zu laufen. Aber wir werden jetzt erstmal gemütlich einen Aufzug nehmen. Wir stehen jetzt im Aufzug und dieser Aufzug bringt euch direkt in das Zimmer, in die richtige Suite. Und ihr habt die Zimmerkarte und die müsst ihr dann hier einfach an der Seite. Und jetzt grün und jetzt fahren wir hoch. Das ist gefühlt hier wie so ein Sicherheitstrakt. Also wirklich ohne diese Karte kommt man hier nirgendwo hin. Und wir sind jetzt hier bei der JF Kennedy Suite, 6800. Und wir haben jetzt ein drittes Mal diese Zimmerkarte betätigen müssen, was eigentlich ganz gut ist auch. Und jetzt können wir einmal rein. Wir sind in der JFK-Suite drin. Oh mein Gott, dass ich das mal sage. Hammer. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach erstmal die untere Hälfte und dann der Kevin euch die obere Hälfte. Wenn man mal von mir aus gesehen nach rechts geht, können wir direkt mal machen. Da sehen wir das Badezimmer. Und mit super viel Licht, also super hell finde ich auch, was super schön ist. Und auch noch Extras hat man hier, Duschgel und alles Mögliche. Ihr seht, das hat schon was, oder? Also kitschig, aber hat irgendwas. Dann haben wir hier noch die Dusche, die große. Zeige ich euch mal. Hier ist es leider ein bisschen eng, aber wenn man sich die Zähne putzt, hat man auf jeden Fall auch einen schönen Ausblick auf Sparrow und auf die... Ja, aufs Wasser. Ihr habt hier auf jeden Fall alles vorhanden. Das heißt, Bademäntel sind hier, Schuhe sind hier. Also alles perfekt für die Sauna, die ich euch nachher noch zeigen werde. Dann kommen wir hier auch zum WC. Das haben wir auch einmal hier auf dieser Seite. Klein, aber fein. Hier hinter befindet sich einfach ein Sicherungskasten. Also... Da ist jetzt kein kleiner Schrank oder so, falls ihr fragt. Aber ein Spiegel aber. Wir zeigen euch jetzt mal das Schlafzimmer bzw. auch Kinderzimmer. Hier haben wir auch einmal ein großes Bett. Dann gehen wir doch mal hier weiter. Einmal eine Sitzmöglichkeit. Telefon haben wir hier. Ein kleiner Fernseher ist auch am Start. Und Kleiderschrank für viele, die danach fragen. Hier gibt es sogar ein Safe und sogar beleuchtet. Wahnsinn, hier findet man auf jeden Fall alles wieder, was man eingekramt hat. Und natürlich darf unser beliebter Bettentest auch hier nicht fehlen. Und ich würde sagen, ich spring mal. Schön. Toll. Auf jeden Fall ein gutes, gemütliches Bett, Boxspringbett, immer gut. Gefällt mir. Sehr schön. Neben dem Doppelbett gibt es auch die zwei Hochbetten. Also das eine Hochbett für die Kiddies.
Und ja, da schwenken wir doch mal nach da. Auch schön mit Autogrammkarte wieder, mit einem kleinen Geschenk dabei. Und man kann das hier auch ein bisschen schwergängig zumachen. Wenn man keinen Bock auf die Kinder hat oder wenn die Kinder keinen Bock auf die Eltern haben. Direkt unter der Treppe, wie bei Harry Potter fast, gibt es hier auch noch so eine kleine Möglichkeit, auch für die Kinder sich hinzusetzen. Spielen kann man hier nicht ganz so gut. Auf jeden Fall noch ein kleiner Globus am Start und ging da vorher noch irgendwie auf. Hier sind noch Bücher drin. Also der erste Eindruck dieser Suite ist schon echt krass. Es ist alles ein bisschen enger hier drin auf jeden Fall, aber ich glaube, das Highlight ist hier oben. Und da geht's jetzt hin. Wir sind jetzt hier oben angekommen und ey, was für einen Ausblick hat man hier bitte schön über den kompletten Europapark. Und dieses Zimmer hat natürlich die ein oder anderen Gimmicks. Nicht nur, dass man hier gemütlich seine YouTube-Videos schneiden könnte. Ach, man hat auch hier direkt eine richtig große Couch, wo man sich hinfläzen kann. Für die Kinder wurde hier schon einiges vorbereitet. Da sind ganz, ganz viele Gummibärchen und Leckereien, die euch hier auf der Suite erwarten, wenn ihr das ein oder andere Kind dabei habt. Dann gehen wir mal hier weiter zu Kaffee Station. Wir stehen jetzt hier gerade am Kaffeebereich und na logisch dürfen zur Weihnachtszeit die Mandarinen auch nicht fehlen und überall auch immer diese Weihnachtsdeko. Der kleine Tannenbaum ist hier und dort und genau. Wenn ihr eine Suite habt, ist alles inkludiert. Also ihr könnt Kaffee, Getränke, alles nehmen. Das habt ihr alles schon einmal bezahlt in der Zimmerrate. Hier gibt es einen Hygieneriegel, den können wir aber aufmachen. Und das ist alles kostenlos mit drin. Man hat hier einmal Schokolade und Studentenfutter. Und dann hat man hier auch Weingläser und Wassergläser, richtig schön. Und die Getränke und eine Flasche Sekt ist auch am Start. Sehr nice. Leute, mir ist so richtig warm. Aber wir kommen direkt zum nächsten Highlight. Diese Suite hat eine eigene Privatsauna und die befindet sich hinter mir. Und die schauen wir uns nochmal an. Okay, die Sauna ist jetzt nicht wirklich die größte Sauna, aber es ist eine richtige Sauna mit einem richtigen Saunaofen. Es ist jetzt keine Infrarotkabine. Draußen erwartet uns nicht nur ein richtig geiler Ausblick, uns erwartet auch noch ein richtig cooles Gimmick und das wird euch die Bibi jetzt zeigen. Unter diesem Deckel befindet sich der Whirlpool und Leute, ich glaube, das ist richtig, richtig nice, wenn man einfach hier sitzt. Es ist dunkel draußen. Und man kann es sich hier noch auf jeden Fall schön gut gehen lassen. Leute, es ist super windig, aber wie geil ist das denn? Das Wasser ist sogar warm, es schäumt und ich würde am liebsten direkt reinspringen. Richtig geiles Gimmick hier in der Suite. Wir stehen jetzt auch hier ja, draußen. Man kann sich nämlich auch hier zum Beispiel hinsetzen, wenn das Wetter vielleicht jetzt ein bisschen mitspielt und sich sonnen. Und man schaut auch hier runter Richtung Barrock und zwar auf den Pool und aufs Wasser vorne und viele machen immer von unten die ganzen Fotos und jetzt sehen wir das mal aus einer anderen Perspektive. Auch interessant. Also der Ausblick ist einfach richtig krass und ich glaube, so einen guten Ausblick kriegt man nirgendwo hier im Park. Man hat echt einen richtig schönen Ausblick und ja, aber das Zimmer hat natürlich die ein oder anderen Gimmicks noch und die werden wir euch jetzt zeigen. Falls ihr euch jetzt fragt, wo ist denn hier oben der Fernseher? Es gibt natürlich nicht nur unten den, sondern auch hier oben, weil hier liegen auch DVDs, Blu-rays und sogar ein Player dafür. Aber wir haben hier eine Fernbedienung und ich würde sagen, wir drücken da einfach mal drauf. Oh, Vivi, aber ich schaue doch gar nicht so viel Fernsehen, also kann der Fernseher wieder runter, weil ich bin eher derjenige, der auf YouTube das ein oder andere Video von Vivi Bing schaut. Wenn wir schon beim Fernsehen sind, gibt es hier auch noch was ganz Besonderes und zwar einen Beamer.
Und aktuell ist es noch hell. Ich würde sagen, Kevin macht es mal hier ein bisschen dunkler und dann können wir euch mal zeigen, was das bedeutet. Selbstverständlich hat man hier eine riesen Auswahl an Knöpfen, wo auch alles dran steht, was zu bedeuten hat. Und wir können es hier gefühlt doppelt und dreifach dunkel machen, um euch nachher das zu zeigen, was wir euch zeigen wollen. Mit einem lauten Krach ist das Zimmer fast komplett dunkel geworden. Und jetzt zeigen wir euch mal, was dieser Beamer an die Decke projiziert. Ein bisschen sieht man es, es ist halt nicht komplett dunkel hier im Zimmer. Aber ich glaube, die Bibi kann es euch mal zeigen, was da oben an der Decke ist. Information: Ihren persönlichen Sternenhimmel können Sie jederzeit durch Betätigen des goldenen Kippschalters aktivieren. Zusätzlich schaltet er sich automatisch um 22 Uhr an und um 1 Uhr wieder aus. Also richtig gut, man kann es an- und ausmachen, wie man möchte, und diese automatische Einschaltung um 22 Uhr ist schon richtig cool. Also ein sehr schönes Gimmick hier. Ja, das waren die Eindrücke hier aus der Suite im Leuchtturm. Wenn ihr hier auch mal eine Nacht verbringen wollt, seid ihr ganze 1000 Euro los. Aber da lohnt sich ja die Hotel Friends, da kriegt man nochmal 10% und da spart man diesmal richtig viel Geld. Das Besondere ist auch noch, man muss nicht da frühstücken im Rock, wo man immer frühstückt, sondern man kann im Emmelite frühstücken. Richtig gut, muss man auf jeden Fall auch vorher reservieren. Und da kriegt man das Essen dann, ich glaube, am Platz gebracht. Falls ihr innerhalb des Hotels umzieht, gibt es auch einen Gepäckservice. Das bedeutet, ihr müsst einfach eure Taschen packen, auf eurem Zimmer liegen lassen und die tragen es hier in die Suite mit rein. Super praktisch, hat man selber nicht das ganze Chaos zum Tragen. Das waren unsere Eindrücke aus der JFK Suite hier im Europapark im Belrock. Übers Belrock gibt es ein separates Video, wenn ihr wissen wollt, wie es hier aussieht. Übers Amolite haben wir auch schon mal ein Video gemacht, was ein bisschen älter ist. Und da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ist nicht die krasse Qualität, die wir mittlerweile produzieren, aber ist auch ganz in Ordnung. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an meine Schwester, die uns das heute ermöglicht hat, vor ihrem Einzug, dass wir hier einfach mal kurz auf die Suite gehen können. Wir haben die Suite uns heute Nacht nicht geleistet, weil sie kostet 1000 Euro und das ist schon ein stolzer Preis. Ob das das Zimmer wert ist, das muss jeder für sich selber wissen. Ich würde dann lieber 2,5 mal die Dinnershow besuchen, da hat man auf jeden Fall mehr Spaß. Wobei diese Suite schon echt der Wahnsinn ist, wie sie aufgeteilt ist. Und das soll es auf jeden Fall gewesen sein an dieser Stelle mit diesem Video. Lasst dem Video gerne mal ein Like da und wir sehen uns hundertprozentig im nächsten Video. Bis dann, Hände. Tschüss.